damit ein herzliches Willkommen zurück. Wir machen gleich weiter mit dem freien Spiel, denn hier steht immer noch Stufe 5, da muss Stufe 10 hin. Ich werde demnächst nochmal schauen, dass ich ein paar neue Decks erstelle, also nicht nur mit Monstern, sondern eben auch mal mit Skellige oder mit den Zwergen, also mit den Scoia'tael oder so. Schauen wir mal, ob da irgendwas dann auch gut funktioniert oder so. Auch Nilfgaardia war schön oder die Temeria. Muss dann halt mal schauen, was ich für Karten habe und was da dann Sinn macht. Alles klar. Für Verräter gibt es nur eine Strafe. Stirb, du Wurm! Stirb, du Wurm! So. Steht da eigentlich Kartenschmied? Bei ihm Pionier? Liegt das am Level oder so? Ja, hallo. Ach so, er ist dran. Meist so schlimm ist es bei mir mit dem Spiel. Wenn jemand fragt, du hast mich nicht gesehen. Das wird dich jetzt leicht schockieren. Okay, er kennt diese Karte. Das ist mir relativ egal. Der Tod wird mir vertraut sein. Alter, das sieht richtig geil aus. Die Karte in Gold. Naja. Da lach ich doch! What the fuck? Lol. Spitzel erwartet die Klinge. Der Norden wird sich demütigen. Das ist sein Schicksal. Ja, das glaube ich nicht, aber mal schauen, was er jetzt hier ausspielt. Er musste eine Karte wegschmeißen? Oder hat er die auf die Hand genommen? Ah. Und nimmt die dann wieder auf die Hand.
Moment, ich muss erst was rauchen. Das ist für mich noch in Ordnung. Perfekt. Haben wir... Okay, ich gebe den zurück. Ja, geil. Du hast mich nicht gesehen. Okay. Danke für die Information, dass du Geralt hast. Finde ich schön. Salavanta! Kartoffelstampf mit viel Soße. Man erkennt ja die Karte. Erst was rauchen. So. Ich behalte die. Aus ganz gutem Grund. Ja, was spielen wir denn jetzt? Alles klar. So. Irgendwelche letzten Worte. Und was spielen wir jetzt? Die Runde wird es nicht mehr geben. Damit könnten wir doch mal einen kopieren. Ich nehme aber das Schiff. Das ist nicht der Tag. So. Und jetzt... Meine Verschreibung, Adalas. What the fuck? Meine Pflicht.
Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Was macht er? Alle schwächsten Einheiten dieser Reihe zerstören. Okay. Verdammt. Lol. So, deine Silberkarte. Lustig. Habe ich auch noch nicht miterlebt. Das hilft auch nix. Was kann ich tun? Monster sind stark wie eh und je. Jetzt sehen wir doch mal unsere Belohnung ein. Nice. Ja, vielleicht soll ich auch weiter drücken. Wird ja besser hier. Bald Stufe 6. Aber nur aus dem Grund, weil mir Monster so gut gefallen. Ist vielleicht nicht so gut. Naja. Ach komm schon, bei Hearthstone geht das alles viel schneller. Die ganze Zeit nur meckern hier. So, mal schauen. Barclay Elts. Dieselbe Tau. Este esse Creasa. Der Unsichtbare war ziemlich gut, soweit ich weiß. Müssen wir schauen, dass wir hier nicht direkt auf die Schnauze bekommen. Ein Wort, das wir geben, halten wir auf. Der hat ein Schild. Ja gut. Thank you.
damit hat er wahrscheinlich seine ganzen Wettereffekte raus. Wenn ich auf den jetzt... Gut, dann ist das Schild weg. Widerstand ist zwecklos. So. Ich habe halt keine wilde Jagdeinheit außer diese. Ich werde dann später Eredin brauchen. Echt, dann würde ich ihn schon fast gern jetzt ausspielen, aber es macht halt jetzt noch wenig Sinn. Weil du darauf bestehst. Natürlich auch sowas machen jetzt. Es gibt keinen Kopf. Das ist gut, damit kriege ich Geralt. Den möchte ich jetzt eigentlich... Ja, perfekt. Wäre noch was anderes mit Ice Energy ganz gut gewesen, aber... So ein Riese oder so, aber hey. Wir wollen uns nicht beschweren. Was mache ich denn? Irgendwelche letzten Worte? So. Zeit und Raum haben keine Geheimnisse vor uns. Viel Eis ins Gesicht. So. Hä, lol, der ist refreshed. Ja. Irgendwelche letzten Worte. Was nehmen wir denn? Wenn ich muss? So. Dann... Ich spüre starke Magie. Kriegt der das ins Gesicht? Genug gequasselt! Das wäre jetzt ein ideales Target-Ziel. Da kommt nämlich noch einer von der wilden Jagd jetzt. Wer hat die Beine gebracht, so zu kämpfen? Das Tor muss gesichert werden.
Das war jetzt nicht mal so eine ganz ideale Hand. Nice. Und fast Level up. Machen wir dann das nächste Mal. Schau ich mal hier. 195. Okay, wir machen nochmal einen Fass auf. Gwent-Karten! Viele! Aller Art! Ach nee. Okay, wir kriegen höchstwahrscheinlich jetzt eine pinke raus. Mal schauen. Oder auch nicht. Davon haben wir schon einen. Zerstört eine verbündete Einheit, generiert einen Bären. Was hat das für einen Sinn? Zieht ihr die obersten drei Einheiten aus dem Gegner, wählt einen davon aus und verbessert diese Einheit und deren Stärke, und deren Basisstärke. What the fuck? Also ich soll einfach mal meinen Gegner buffen, oder was? Ach nee, und verbessere diese Einheit, und ja, das ist doch gut. Sorry. Brain AFK Boy is back. Aber das war's auch schon wieder. Und ich denke mal, in der nächsten Folge kriegen wir auf jeden Fall schon mal Level 6 und ich gehe dann langsam auf Level 10 hin. Auf Ranglisten Games. Mal schauen. Also bis dann.